So, hallo, ich grüße euch hier zu einem neuen Video von Bartel Invest. Das letzte Video ist schon ein bisschen länger her, habe lange auf dem Kanal kein Video mehr gemacht, weil ich momentan wirklich sehr viel zu tun jetzt hatte. Einmal primär natürlich ganz klar mit meinem eigenen Handel, aber noch ein paar andere Projekte, die wir momentan so gerade ein bisschen am Starten haben. Unter anderem nicht nur rein im Bereich des Investments, auch noch in anderen Bereichen, in denen ich so tätig bin. Aber auch hier wird sich was ändern, weil wir werden dieses Thema Invest noch ein bisschen weiter ausbauen, weil wir eben mehr, also einmal natürlich ganz klar das Trading in Form auch CFDs, aber eben auch immer mehr in diesen Investmentbereich auch reingehen, langfristigeres Investment. Deswegen immer auch gerade hier das Thema mit dem Handels, mit dem Zertifikat, mit dem Aktienzertifikat. Das interessiert extrem viele. Da habe ich tatsächlich sehr viel auch in den letzten Wochen gemacht. Viele Leuten betreut, geholfen etc., die auch die Ausbildung haben und habe die eben jetzt da in die Richtung hingeführt, wie die eben ihr eigenes Zertifikat starten, weil natürlich jetzt alle, die die Ausbildung schon haben, die Gesamtausbildung, aber eben auch die Strategie, den Videokurs, natürlich ist immer nachgefragt, natürlich haben, wie genau muss ich da jetzt vorgehen, weil die haben das automatisch jetzt schon mit dazu bekommen, diese Erweiterung, wo das eben erklärt wird, wie das geht. Und da habe ich schon den einen oder anderen eben jetzt geholfen und noch ein paar Sachen erklärt, wie die da jetzt richtig starten können, um eben auch ein eigenes Aktienzertifikat auf den Markt zu bringen. Und das ist natürlich eine richtig gute Sache. Auch bei uns dementsprechend läuft es richtig gut. Ich werde euch gleich mal hier ein paar Trades zeigen aktuell, wo ich gerade so investiert bin, in welchen Aktien, die gerade richtig auch ganz gut performen. Unter anderem eben auch gerade die Deutsche Bank, man mag es kaum glauben. Absolute Talfahrt permanent. Habe aber jetzt gerade ein gutes Setup dann gesehen, wo ich mir denke, ah, hier könnte jetzt was klappen. Und Tatsache gleich mal gestern erst gekauft und heute schon durch die richtig abgegangen, sage ich mal, durch meinen Kursziel schon drüber geschossen und jetzt schauen wir mal, was wir da vielleicht noch aus dem Trade hier rausholen können. Genau, aber eben auch, was ich gesagt hatte, noch anderen Bereich Investment, und zwar steigen wir jetzt noch langsam mit in das Thema eben auch Immobilien ein, weil ich selbst auch gerade dabei bin, mir noch ein paar Immobilien in Form vom Haus, aber auch Wohnungen anzueignen und weil das einfach für die lange Sicht und auch gerade fürs Alter eine Wertanlage ist, die unabdingbar ist. Und wenn man da irgendwie dann noch ein sicheres Einkommen hat, noch zusätzlich, und da ist eine Immobilie einfach das A und O, wenn man keine Miete mehr zahlen muss, und wenn man da noch ein bisschen splitten kann und sagen kann, man kann mehrere Immobilien sich aneignen und gerade diese erstmal vermieten, kostet einen das nichts, gar nichts. Und ihr habt eine Wertanlage. Und das ist halt auch ein Thema, was ich lange Zeit so ein bisschen vor mich hergeschoben habe, aber extrem wichtig ist. Und darauf werden wir in Zukunft dann auch noch Videos machen und ich euch das ein oder andere erklären, wie ihr hier vorgehen müsst, um eben im Bereich auch Immobilien hier mit durchzustarten. Also kommen auch jetzt in Zukunft wieder ein paar neue, sehr interessante Videos, aber primär wollen wir uns natürlich ganz klar auf das Trading, auf den Handel konzentrieren und darum wird es auch primär weiterhin auch auf diesen Kanal gehen. Wir werden jetzt gemeinsam mal hier auf den Monitor hinter mir gehen und da möchte ich euch, wie gesagt, mal kurz meine Trades ein bisschen zeigen, wo ich gerade momentan so ein bisschen investiert bin. Und in dem nächsten Video, was jetzt kommt, dann möchte ich euch mal von dem Kunden von mir das Backtest-Ergebnis zeigen. Der hat auch die Handelsstrategie sich damals gekauft und hat dann eben so einen Backtest gemacht, hat mir die Excel dazu geschickt und wo eben seine gesamten Ergebnisse so drin sind. Und die möchte ich euch auch mal zeigen, wo man eben auch sieht, dass er das verstanden hat, was für mich immer sehr einfach ist. Gibt immer die und die. Ich habe manche da wirklich, wie gesagt, die gucken sich das an, haben das verstanden, setzen es um, das Thema durch, von denen höre ich nie wieder was. Also ich schicke mir mal was zu, wo du sagst, hier, performance-technisch, passt. Aber dann habe ich auch die einen oder anderen, mit denen ich da sehr viel mache, noch muss, um die wirklich da nach und nach da reinzuführen, bis es mal klappt. Aber oft ist es so, dass die Leute sich wirklich selber nur unnötig schwer machen. Das muss man wirklich auch mal ganz klar so sagen. Viele machen sich wirklich unnötig schwer, denken viel zu kompliziert und das sind oftmals auch genau die, die schon viel zu lange in diesem Thema Trading sind, die schon viel zu viele Jahre es versuchen, krampfhaft da irgendwie Geld zu verdienen und die sind da in Gedanken mittlerweile so verknotet und die da das wieder zu entknoten und die mal wirklich auf eine ganz einfache Schiene zu bringen, ist ganz, ganz schwer. Das geht mit Leuten, die gerade frisch in das Thema einsteigen, geht das viel einfacher. Genau. Jetzt habe ich ja lange geredet, jetzt gehen wir mal schnell auf den Monitor und dann zeige ich euch mal so meine aktuellen Trades, wo ich investiert bin. So, ihr seht jetzt vor mir einmal die ganzen Aktien, die ich in dem einen Zertifikat von mir habe, wo ich sage mal global alle Aktien
Handel, so ist das Zertifikat aufgebaut, da werden alle Aktien so weltweit verwendet, wobei ich natürlich sagen muss, ich bin ja eigentlich primär nur in US-Aktien, gerade in dem Fall hier investiert, nicht immer, aber zum größten Teil. Ich sehe jetzt hier gerade ganz gut, läuft bei mir gerade die IBM-Aktie, hier bin ich gerade richtig gut investiert, gehen wir mal eine Zeiteinheit höher, schauen wir uns das mal im 60-Minuten-Chart hier an. Ihr seht gerade hier neue High-Water-Mark hier, einmal hier drüber, neues Hoch gemacht. Und bin da jetzt auch noch mit dabei. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie der sich jetzt hier noch in der Zukunft verhält. Ich hoffe natürlich, dass das hier noch ein bisschen weiter gut anläuft. Das nächste ist natürlich hier auch Apple. Auch hier natürlich immer ein Favorit, der gut steigt. Sehen wir hier den weiten Abfall nach unten, den wir hier hatten. Sind wir dann hier so, hat er hier so nochmal hinhergehüpft und habe ich dann schon gesehen, dass er, als er hier drüber gegangen ist, über dieses Hoch drüber ist und damit ist für mich diese Abwärtsbewegung hier beendet. Bin dann auch hier in den Trade eingestiegen, sehen auch hier, der ist an dem schönen Widerstand hier stehen geblieben und ja, bin da jetzt drin und schauen wir mal, ob er jetzt hier noch ein neues Hoch macht. Ich bin natürlich jetzt hier noch mit investiert und ja, gucken wir mal, wie das sich jetzt hier in der Zukunft da verhält, was wir da noch machen können. Auch hier Walmart bin ich mit dabei. Läuft auch, denke ich, ganz gut. Wir haben hier so eine Trendumkehr. Auch hier hoffe ich, dass er natürlich jetzt hier seinen Aufwärtstrend dann in dem Fall hier weiter fortsetzt. So, dann haben wir hier die Unternehmen, muss ich ehrlicherweise ganz leicht sagen. Keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Ich bin aber einfach von der Chartanalyse ausgegangen wieder und daher hat es mir einfach gefallen. Deswegen bin ich auch hier investiert. Tümpel momentan aber hier noch so ein bisschen in dieser Seitwärtsphase rum. Aber bin mir eigentlich recht sicher, dass der auch hier in Zukunft da noch ein bisschen weiter nach oben gehen wird. Auch noch zwei weitere Aktien. Auch hier diese beiden sind mir nicht wirklich geläufig, was die ehrlicherweise machen. Bin aber auch hier eigentlich positiv gestimmt, dass die ihren Aufwärtstrend nach oben fortsetzen. Auch wenn die hier momentan sehr stark gerade seitwärts läuft. Auch hier der bei dem Kollegen hier drüben bin ich schon sehr, sehr lange investiert. Aber ja, wir schauen mal, wir setzen das aus. Schaut aber soweit ganz gut aus. So, hier das Depot einmal komplett. Am Anfang ist er ja hervorragend hier gestiegen. Da waren wir gleich schlagartig hier bei über 7%. Dann ging gerade hier diese US-China-Krise los und da war ich auch ja nur in US-Aktien investiert. Dementsprechend sind natürlich alle, die gerade gelaufen sind und wirklich alle Aktien im US, scheißegal, kann ich gut sagen, wer was das war, die sind einfach alle gefallen und das ist dementsprechend halt einfach alles nach unten abgesackt. Genau, gut, das war halt dann so. Gutes Money Management, kann mir das egal sein, ne? Risiko auch bei mir 1%, ist halt dann so, wenn es mal blöd läuft, sind halt 5 Trades, in denen man drin ist, sind halt alle 5 mit 1% raus, haben halt mal 5% Verlust gemacht, aber das wäre schon das absolute Worst-Case-Szenario gewesen. Ein paar Trades habe ich glaube hier auch schließen müssen dann, aber nicht alle, bin hier gut abgesagt, haben hier gut geheilt und jetzt haben wir uns wieder ganz gut erholt und haben hier nochmal einen Rücksetzer gehabt und sind jetzt auch wieder hier auf dem Weg, das neue hoch zu machen. Also diese Krise hier habe ich ja hervorragend, sage ich mal, überstanden. Im schlimmsten Fall, das ist das Schöne eben immer an dieser Strategie, läuft es eben hier nur seitwärts. Genau, und jetzt sind wir eben gerade auf einem guten Weg, hier wieder neues hoch anzupeilen, so dass wir dieses Depot dann jetzt hier weiter schön zum Steigen bekommen. So, als nächstes hier die momentan die Aktien von meinem deutschen Depot. Hier sind nur deutsche Aktien drin. Beiersdorf bin ich hier investiert, ja, der tümpelt hier so ein bisschen seitwärts. Für mich hier auch das hochgebrochen, war für mich interessant hier einzusteigen. Auch eigentlich ein Kandidat für einen langen Aufwärtstrend, starke Widerstandsbereich hier und den testet er jetzt immer noch ein paar Mal an. Ja, schauen wir mal, was passiert. Bin immer noch zuversichtlich, dass der hier nach oben durchstartet. Und hier absoluter Geheimtipp gewesen, Deutsche Bank. Momentan wirklich mal auf steigenden Kurs hier. Wenn man sich das mal anschaut hier, seit aber wirklich Dezember, glaube ich, davor ging es hier nur bergab. Ja, hier und dann kommt ein ganz langer Abwärtstrend, seit zig Jahren kann man schon fast sagen, ging es hier bergab. Hier haben wir uns sehr seitwärts verhalten und ja, jetzt sind wir gerade der Sache hier mal dabei, ja, zu steigen hier und ja, das habe ich hier mit genutzt. Den Trade bin ich sogar gestern, glaube ich, erst eingegangen, genau, und ja. Sind wir jetzt hier direkt mal schon nach oben durchgeschossen. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Luft an dem neuen Hoch raus ist und der jetzt erstmal wieder weit korrigiert. Ich hoffe, der schießt jetzt hier noch ein bisschen weiter nach oben ab, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen was mitnehmen können.
So, dann haben wir noch hier die Deutsche Post. Auch interessant, momentan gerade hier langfristiger Aufwärtstrend in der Korrektur hier eingestiegen, hat direkt den Punkt 3 durchbrochen, sind gerade gut nach oben am Laufen. Wie das sich jetzt hier noch verhält und vor allem, was ich jetzt hier auch rausholen kann, das steht natürlich immer noch in den Sternen, aber auch hier bin ich positiv gestimmt, dass das aufgehen wird. So, heute nur hier Deutsch irgendwie, ne? Deutsche Bank, Deutsche Telekom, jetzt kommt hier, nee, genau, Postbank, Deutsche Post und jetzt die Deutsche Telekom. Auch hier bin ich positiv gestimmt, dass wir hier aus diesem Abwärtstrend, hier lief es ein bisschen seitwärts und hier haben wir auch so eine Seitwärtsphase, bin relativ tief hier unten eingestiegen. Und hier im Tageschart jetzt aktuell haben wir aber hier solche Aufwärtstrends gehabt und gehe davon aus, dass wir jetzt nochmal hier steigen und hoffentlich noch ein weiteres neues Hoch vielleicht hier anpeilen. Schauen wir mal, wie der hier aufgeht. Ich kann das auch natürlich nur aussetzen und gucken, was passiert. So, dann haben wir drüben noch TeamViewer. Auch hier tümpel ich schon länger rum, investiert der Trade. Bin ich, muss ich gerade mal nachschauen, wo bin ich denn eingestiegen? Hier, das war am 9.01. gewesen, also seit Januar bin ich jetzt schon drin, über einen Monat schon investiert hier drin, tüppelt hier noch so ein bisschen rum, aber gut, auch das können wir aussetzen. So ist das Depot von meinen deutschen Aktien jetzt hier aktuell. Auch hier ja, läuft hervorragend, wir sind eigentlich hier permanent am Steigen, haben hier jetzt noch ein bisschen was abgeben müssen, sind aber jetzt auch hier, also normale Korrektur, sind aber jetzt gerade wieder auch hier auf dem Weg, das nächste Hoch hier anzustarten. Also hier ganz klar, momentan das Depot permanent am Steigen und ja, das zeigt einfach, wie gut diese Strategie eben auch funktioniert und dass man eben auch in Phasen, wo es mal nicht so rosig ist, trotzdem hier gut durchkommt. Wir können nämlich mal uns die Analyse anschauen, legen uns zum Beispiel hier mal einen DAX mit drüber, weil es ja nur deutsche Aktien sind. Dann wird man sehen, dass der DAX hier besser performt hat in dem Fall. Was aber auch sofort eben auffällt, weil ich natürlich nicht in allen Aktien investiert bin, sondern immer nur die ich interessant finde, sind wir natürlich hier irgendwo ganz gleich gestartet. Aber man sieht halt, wir sind halt hier beide gestiegen und in dem Fall, wo der DAX hier abschmiert, läuft es bei mir seitwärts. Und das ist eigentlich immer dieses Geheimrezept an der Strategie. Wenn der natürlich hier mal ganz stark auch mal so steigt, dann kann es auch passieren, dass ich da in dem Fall nicht dabei bin, sondern dass es für mich seitwärts, aber trotzdem hier tendierend auch nach oben geht. Also wir haben hier wirklich so einen permanenten Anstieg und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es dem DAX mal wieder richtig schlecht geht und der korrigiert hier nach unten, wird er wieder meine Performance kreuzen und ich werde weiterhin im schlimmsten Fall nur seitwärts, aber tendenziell nach oben immer steigen. Und das ist einfach der Strategie zu verdanken, dass wir da eher auch hier konservativ sind, weil Ziel ist es, einen konstanten Wachstum zu haben. Wir wollen nicht irgendwie spekulieren und irgendwie schnelle Moves nach oben haben und dementsprechend auch wieder schnelle ja, Bewegungen nach unten, um viel abzugeben. Wir wollen irgendwo, ich will die Sicherheit haben und es soll permanent steigen, das Konto. Es soll kontinuierlich steigen und wie hier, wenn wir einfach so eine Abstürze haben, bin ich einfach hier auch noch seitwärts, ne, oder tendenziell sogar steigend. Und wenn er hier nächstes Mal wieder abschmiert, werde ich höchstwahrscheinlich auch hier noch seitwärts weiterlaufen und dementsprechend auch besser performen. Und das ist einfach mir viel, viel wichtiger, als hier mal ganz hier oben zu sein, aber am Ende wieder hier unten zu sein. Bringt mir gar nichts. Dann ist mir das hier lieber so wie meine Strategiefahrer, die einfach kontinuierlich wächst. Also ihr seht, die richtige Strategie ist einfach wichtig. Wenn ihr da Interesse oder Fragen habt, wie gesagt, ihr findet alles auch in der Videobeschreibung, auch zur Link zu meiner Handelsstrategie, dann können wir uns auch gerne immer nochmal darüber unterhalten, was du brauchst, was dich interessiert, was du wissen möchtest. Und genau, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, gerne abonnieren. Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel von den ganzen anderen Kanälen. Und genau, in dem Sinne freue ich mich aufs nächste Video. Euer André, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.